heute mit dir los? Du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren, mein Junge. Ja, Schach ist kein leichtes Spiel. Übrigens erzählt man sich, dass der Erfinder dieses königlichen Spiels eine merkwürdige Belohnung verlangte. Der wollte Reis als Belohnung. Und zwar auf jedes Feld des Schachbretts die doppelte Menge des davorliegenden. Also aufs erste Feld ein Korn, aufs zweite zwei, aufs dritte vier, dann 8, 16, 32, 64 und so weiter und so weiter. Was meinst du, wie viel Reiskörner da zusammenkamen? 9 Quadrillionen 223 Trillionen 372 Billionen 36 Milliarden 854 Millionen 775.808. Donnerwetter, woher weißt du das so genau? Wir haben es im Rechenzentrum durch einen Computer errechnen lassen. Ah, also du sagst 9 Quadrillionen. Das sind ja 50 Millionen Güterzüge. Woher weißt du denn das? Das weiß man doch. So. Um beim Thema zu bleiben, Schach und Matt. Donnerwetter, ja. Du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren. Was ist denn los mit dir heute? Revanche, Paps? Nein, 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 heute nicht mehr. Vielleicht morgen Abend wieder. Du, Paps? Na, endlich. Wie bitte? Ich sagte, na, endlich. Ich nehme nämlich an, du hast was auf dem Herzen. Jedenfalls hatte ich den Eindruck. Na schön. Anscheinend kann man vor dir nichts verbergen. Na, was ist es denn? Ach, ich hätte nur gern deine Meinung gehört. Ja? In der Uni haben sich einige Kommilitonen als Hospitanten bei der Kriminalpolizei gemeldet. Zu Studienzwecken. Was hältst du davon? Ach, Gott, das ist natürlich nicht schlecht, aber... Aber? Ich weiß nicht, so studierte junge Leute und alte Praktiker, die von der Pike auf gedient haben, das gibt junges Besserwissen und alte Voreingenommenheit. Moment, alter Herr, keine Ausflüchte. Deine eigene Meinung wollte ich hören. Entschuldige mal, das war sie. Was würdest du tun, wenn ein Hospitant in deine Abteilung käme? Was, in meine Abteilung? Ja. Zunächst mal würde ich mir den Knaben ganz genau ansehen, verstehst du? Und dann würde ich ihm, um ihm etwa hier Flausen zu vertreiben, ganz gehörig den Marsch blasen, damit er weiß, wo es lang geht. Ohne Ansehen der Person? Ohne Ansehen der Person. Na, dann sieh mich mal genau an und dann blas deinen Marsch. Ich bin nämlich der Neue in deiner Abteilung. Weißt du, was ich eben verstanden habe? Du bist der Neue in meiner Abteilung. Ja, das habe ich auch gesagt. Ist das komisch. Ich möchte wissen, was es da zu lachen gibt. Weil ich das nämlich schon seit 8 Tagen weiß, da staunst du, was? Rundschreiben 233-12 vom 15. dieses Monats betreffs Aufnahme von Hospitanten bei der Kriminalpolizei. Der Alte hat mich gefragt, ob ich dich nehmen will und ich war so töricht und hab ja gesagt. Ich hätte mich so auf dein Gesicht gefreut. Na, sieh mein Spiegel, dann ist es bestimmt komischer. Moment, ich gehe schon. Peter Brahm? Ja, Moment bitte. Papst für dich, Inspektor Lenz. Ja, Lenz, was gibt's? Aha. Ja, ist gut, ich komme sofort. Ja, Wiedersehen. Los, Peter, zieh dich an, wir müssen weg. Raubüberfall in der Mückenstraße. Was ist denn passiert? Wenn Sie bei mir arbeiten wollen, junger Mann, dann stellen Sie keine überflüssigen Fragen. Ich weiß zwar, dass Ihr Dienst erst ab morgen beginnt, aber von so einem jungen Hüpfer, wie Sie es sind, kann man wohl etwas Idealismus verlangen. Haben Sie mich verstanden, Herr Brahm? Jawohl, Herr Kommissar. Aber glaub ja nicht, dass das schon der Marsch ist, den ich dir blasen werde. Ja? Ich kann Ihnen gar nichts sagen. Ich bin ja auch erst geholt worden, als Herr Herting schon hier lag. Guten Abend allerseits. Guten Abend, Chef. Na, Peter, ist unsere Überraschung gelungen? Er war der Meinung, sie wäre ihm eingefallen. Ah. Na, Lenz, was gibt's denn? Ein gewisser Kurt Herting ist an dieser Stelle vermutlich mit einer Flasche niedergeschlagen worden. Herting ist Bewohner des Hauses. Mhm. Herr Korten, der Hausmeister, hat ihn identifiziert. Seine Frau ist verständigt. Herting wurde ins Helene-Oskar-Krankenhaus gebracht. Ihm fehlt die Brieftasche und eine goldene Armbanduhr. Aha. Und was ist mit denen da? Die beiden haben ihn entdeckt und uns gerufen. Da wollen wir uns mal mit den Herren unterhalten. Guten Abend. Ich bin Kriminalkommissar Brahm. Ich leite die Untersuchung. Schmelfink. Franz Schmelfink. Ja, wir haben den Mann gefunden. Er lag da, kurz vor der Treppe. Erst haben wir ihn ja nicht gesehen, aber dann ist Paul dran gestoßen und dann haben wir gleich gesehen, was los war. Was war denn los? Na, er war ohnmächtig. Ich bin dann auch gleich los und habe Hilfe geholt. Und wie sind Sie hier hereingekommen? Ja, wir schlafen hier. Ich habe nicht gefragt, was Sie hier machen, sondern wie Sie hier reingekommen sind. Sag's ihm. Die Tür war auf. Aha. Na ja, das Schloss war festgeklemmt. Geklemmt, das habe ich mir gedacht. Was war's denn? Kaugummi? Gekautes Papier oder eine Büroklammer? Hm? Na, was ist, mein Herr? Haben Sie Ihre Sprache verloren? Gekautes Papier. Und wer hat es in die Tür gesteckt? Na schön, meine Herren, wie Sie wollen. Herr Lenz, die Herren kommen mit aufs Präsidium. Vielleicht setzt da Ihr Gedächtnis wieder ein. Moment mal. Was heißt hier Präsidium?
Weswegen? Weil wir hier im Keller pennen? Oder aus Dankbarkeit, weil wir den Mann da gefunden haben? Wir hätten ja auch genauso gut die Schnauze halten können. Herr... Paul Leisegang. Herr Leisegang, es trifft keiner von diesen Punkten zu. Nur, wenn Sie mit Hilfe einer Schlosssperre hier eindringen konnten, dann muss ja vorher jemand hier gewesen sein und das Schloss präpariert haben, nicht wahr? Darf ich bitten? Und die Flasche kommt ja wohl auch kaum von allein hierher. Oder gehört sie Ihnen? Nee. Gehört die Flasche Ihnen? Nee, ich will sagen, wo die herkommt. Na also. Wie heißt der Mann, der vor Ihnen hier war? Wir verzinken keinen Kumpel. Aha. Die Herren besitzen Chorgeist, wie scheint. Aber darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es vermutlich ein Raubüberfall war? Und falls der Mann, der die Flasche liegen gelassen hat, der Täter ist, denn dass die Flasche nicht dem Überfallenen gehört, können wir wohl als sicher voraussetzen. Falls also dieser Mann der Täter ist, so machen Sie sich der Beihilfe schuldig, wenn Sie ihn decken. Ich hoffe, Sie sind sich darüber klar. Herr Kommissar, ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Ich sage Ihnen, halt's Maul! Herr Lenz, Chef, nehmen Sie einen Schmelfink mit nach oben. Und der Hausmeister kann auch gehen. Kommen Sie. So, nun zu Ihnen. Nicht schimpfen, Meister. Ich wollte Ihnen ja nur ein kleines Geschäft vorschlagen. Aha. Zugegeben, hier können Sie Landstreicherei und weiß Gott was alles anhängen. Sie können es aber auch sein lassen. Mhm. Vielleicht fällt mir dann der Name ein. Sind Sie sicher, dass Ihr Kollege Schmelfink nicht vielleicht ohne Bedingungen aussagt? Todsicher. Der kennt nämlich den Kumpel gar nicht. Ja, beschreiben wird er ihn können. Aber den Namen weiß bloß ich. Und wie ist der Name? Alfons Bühler. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich habe was zu verkaufen. Ehe ich Ihnen einen Preis machen kann, muss ich die Uhr erst noch gründlich prüfen. Mhm. Moment bitte. Käse. Na, Lenz, was ist denn? Bühler. Wo? Krosnick. An- und Verkauf jeglicher Art. Der Mann, auf den die Beschreibung von Bühler passt, hat versucht, eine goldene Uhr mit Spangenarmband zu verkaufen. Ja, und? Hat was gerochen wahrscheinlich. Denn als Krosnick mit mir telefonierte, hat er fluchtartig den Laden verlassen. Und die Uhr? Hat Krosnick. Mahlzeit. Damit dürfte die Möglichkeit, Bühler schnell zu erwischen, auf ein Minimum zusammengeschrumpft sein. Warum? Ja, weil er jetzt nichts mehr zu versilbern hat. Haben wir eigentlich ein Foto von dem Knaben? Ja, wir haben Bühler in der Kartei. Er ist vorbestraft wegen einfachen Diebstahls, mehrfacher Landstreicherei und noch ein paar Kleinigkeiten. Übrigens, die Fingerabdrücke auf der Flasche stammen auch von ihm. Und was ist eigentlich mit Herting? Herting hat Glück gehabt. Der Verdacht auf Schädelbasisbruch hat sich nicht bestätigt. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung und Platzwunde am Kopf, hervorgerufen durch Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Ja, und was hat er ausgesagt? Praktisch nichts. Er hat also nach Hause kam, ein verdächtiges Geräusch gehört, ist ihm nachgegangen, unten im Keller ist er gegen ein Hindernis gestoßen und hat im gleichen Augenblick einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Mehr weiß er nicht. Allerdings ist er nachher nochmal zu sich gekommen, als jemand die Uhr von seinem Handgelenk zog. Mhm. Zeigen Sie mir doch mal das Foto vom Bühler. Ja, ich hab's doch hier irgendwo hingelegt. Also, hier ist es schon. Unsere Fotografen sollten sich mal ein bisschen mehr Mühe geben. Wie die fotografieren, sieht ja jeder wie ein Verbrecher aus. Also, Lenz, veranlassen Sie, dass sofort ein Steckbrief rauskommt, ja? In Ordnung, Chef. Abteilung Brahm, Inspektor Lenz. Guten Abend. Ah, Sie sind Chef. Nein, nichts. Ja, Mitteilung aus der Bevölkerung gab's genug, ja. Ja, in Ordnung. Wenn ich was Brauchbares habe, rufe Sie an. In Ordnung, Chef. Gute Nacht. Ja, Kommissar Brahm. Ja, ich warte. Hallo, Herr Kommissar. Ach, Sie sind's, Inspektor. Ja, Bühler ist hier in der Nähe. Ja, bestimmt. Aber Sie kennen mich doch. Paul Leisegang. Ja, wenn ich Ihnen sage. Weiß ich. Als guter Staatsbürger muss man der Polente doch behilflich sein. Ja, er ist in einem Heizungskeller. Wo? Was zahlen Sie denn, hä? Aber nicht doch. Nein, nein. Es war doch nur ein kleiner Spaß. Ja, Mehrlinger Straße 45. Gleich hinterm Güterbahnhof. Ja, das ist alles. Ja. Sie sichern die Tür dort. Na, Sie sind Bühler, hä? Mm-mm. Na, Sie heißen doch Bühler.
Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Stehen bleiben, sage ich! Der Hof ist umstellt! Bühler, geben Sie auf, es hat keinen Zweck! Bühler, wenn Sie jetzt nicht stehen bleiben, schieße ich! Au! 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 Mein Fuß! Au! 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 Wachmeister, kümmern Sie sich um ihn. Aber vorsichtig, er wird noch gebraucht. Ich habe doch nur die Uhr und die Brieftasche genommen. Als ich den Herrn fand, war er doch schon... Was war er? Nun ja, er lag doch schon da. Er war bewusstlos. Nachdem Sie meins mit der Flasche verpasst haben. Nein, ich habe es nicht getan. Herr Bühler, ich habe nur noch eine Frage. Warum sind Sie nicht zu uns gekommen, als Sie wussten, wessen Sie beschuldigt wurden? Wenn mir meine Kumpels schon nicht glauben, was vielleicht dann jetzt von der Polizei erwarten. Herr Bühler, bitte überlegen Sie sich noch einmal in Ruhe jede Einzelheit. Und wenn Ihnen was einfällt, dann lassen Sie mich rufen. Ja, Kommissar. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Na, was meinen Sie, Lenz? War es Bühler oder war es nicht? Tja, die Indizien sprechen gegen ihn. Was meinst du, Peter? Tja, meiner Meinung nach... Stopp, damit fangen gar nicht erst an. Die eigene Meinung ist nie maßgebend bei der Beurteilung eines Täters. Nur die Fakten zählen. Wir sind verpflichtet, alles Belastende und alles Entlastende zu sammeln. Das ist alles. Und persönliche Gefühle schalten von vornherein aus. Naja, Belastendes haben wir genug. Suchen wir nun entlastendes Material. So, Herr Korben, stellen Sie bitte die Leiter an den gleichen Platz, an dem Sie an jedem Abend standen. Das war hier. Und nun tun Sie bitte genau dasselbe, was Sie an jenem Abend auch gemacht haben. Ich habe die Bohrmaschine angeschlossen. Ja, ist jetzt nicht nötig. Ich will es nur sehen. Und hier habe ich gestanden. Ja, weiter. Und so habe ich gebohrt. Das muss das Geräusch gewesen sein, das Herting im Hausflur gehört hat. Na, nun bitte mal. Ja, dann wollte ich einen Kaffee trinken. Ja, ja, tun Sie bitte genau das, was Sie damals auch gemacht haben. Ich habe das Licht ausgemacht. Ja, ist jetzt nicht nötig. Weiter. Dann bin ich durch diese Tür rausgegangen. Aha. Und? Na, Herr Kommissar, das war alles. Das war alles? Ja. Aha. Peter, ja. Du übernimmst jetzt die Rolle Hertings. Geh bitte hinten an die Tür. Okay. Und Herr Lenz? Ja, Chef. Lesen Sie bitte die Vernehmung Hertings vor. Und Sie, Herr Korten, und auch du, Peter, machen genau dasselbe, was Herting ausgesagt hat. Verstanden? Ja. Also bitte fangen Sie an, Herr Lenz. Peter, es geht los. Ich öffnete die Tür und trat in den Raum. Der Raum war dunkel. Von der mir gegenüberliegenden Seite hörte ich ein Geräusch. Es klang wie das Zuschnappen einer Tür. Da ging gerade der Hausmeister raus. Ich ging dann langsam in Richtung des Geräusches in den Raum. Nach einigen Schritten stieß ich gegen ein Hindernis. Vorsicht, Peter! Junge, Junge. Das war es also. Nein, das ist doch nicht möglich. Nachdem Herting von der Bohrmaschine am Kopf getroffen war, stürzte er diese Treppe hinunter und blieb liegen. Dort hat Bühler ihn gefunden und den Bewusstlosen ausgeraubt. Dann war es also ein Unfall? Ja. Und den hätte man vermeiden können, wenn die Bohrmaschine nicht auf der Leiter liegen geblieben wäre. Herr Korten, ich glaube, wir werden uns noch unterhalten müssen. Ist noch was? Das ist doch nicht dein Ernst. Wovon sprichst du eigentlich? Von der Klausel hier. Na und, was stört dich daran? Der Vertragspartner verpflichtet sich, seine Kämpfe nach dem Wunsch des Veranstalters zu gestalten. Was bezweckst du damit? Ich bestimme, wer verliert. Das ist doch unfair und außerdem Betrug am Publikum. Wie lange bist du schon bei mir? Ein halbes Jahr. Und wie lange bin ich in dem Geschäft? Eben, ich will es dir sagen. 18 Jahre. Und deshalb habe ich Erfahrung. Und die Erfahrung sagt mir, wer verlieren muss. Aber Gonzales ist der beste Mann, ehemaliger Berufsboxer, ein guter Artist. Das Publikum sieht ihn gern. Halt die Schnauze, du hast ja keine Ahnung, wovon du sprichst. Gerade weil Gonzales sympathisch ist, muss er verlieren. Und zwar gegen den miesesten Kerl, den wir haben, gegen Chattanooga. Und weißt du auch warum?
Ich werde es dir sagen. Das Publikum will Chattanooga verlieren sehen, weil es ihn nicht riechen kann. Deswegen kommen die Leute zu jedem Chattanooga-Kampf. Verliert Chattanooga, dann ist Sense. Ist das klar? Ja, dann lass ihn doch wenigstens gegen den Würger gewinnen. Es geschieht das, was ich will. Ja, dann sag's ihm selber. Bin nur gespannt, ob er mitmacht. Er wird das tun, was ich anordne. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Gonzales ist ehrgeizig. Ich will damit nichts zu tun haben. Das wäre doch eine gute Show. Wer hat das Publikum was davon? Fertig machen, Fred. Die werden gleich disqualifiziert. Dann bist du dran. Okay. Nun lauf und weg, Chattanooga, den großen Killer. Sonst verpennt er noch seinen Turniersieg. Mach keinen Mist, Fred. Mit dem Boss ist nicht zum Spaßen. Wenn er will, dass Chattanooga gewinnt, dann gewinnt er. Du warst doch einverstanden. Zerbrich du dir nicht meinen Kopf. Warum soll nicht mal ein Wunder geschehen und der Alte sich irren? Sieger, Lambam und Cueros. Holen Sie sofort einen Krankenwagen und verständigen Sie die Polizei. Chattanooga ist vergiftet worden. Hilf mir doch! Gonzales war es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Herr Wertner, wo waren Sie denn während des Kampfes? Während des Kampfes? War ich gar nicht im Zelt. Ach. Wissen Sie, wo ich war? Nein. Ich will es Ihnen sagen. Drüben in der kleinen Bar. Wer hat Sie da verständigt? Herr Papke. Ja, Herr Papke. Haben Sie schon Nachricht aus dem Krankenhaus? Leider noch nicht, aber Inspektor Lenz ist da und er ruft mich sofort an, sobald er was weiß. Na, Doktor? Wie sieht's aus? Tut mir leid, Inspektor. Exitus. Hat er noch was sagen können? Nein. Was war's? Was der Ringarzt auch schon festgestellt hat. Chattanooga ist vergiftet worden. Womit? Mit Paraoxon. Paraoxon? Ja. Dieses Gift ist Hauptbestandteil von Unkrautvertilgungs- oder Pflanzenschutzmitteln. Und das ist so gefährlich? 2 Gramm sind absolut tödlich. Gibt's kein Gegenmittel? Gegenmittel wäre zu viel gesagt, aber ein Präparat der Tollkirsche, Atropin und neuerdings auch Pralidoxin helfen meist in solchen Fällen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Giftmenge nicht zu groß war. Und Chattanooga hat leider zu viel davon geschluckt. Sagen Sie, Doktor, wann wirkt das Gift? Ich meine, wie lange nach dem Einnehmen? Das kommt ganz drauf an. 5 bis 10 Minuten. Mhm. Manchmal früher, manchmal später. Und schmeckt man das Zeug nicht? Oh doch. Aber bei Chattanooga liegt der Fall sehr tragisch. Wieso? Chattanooga litt an einer starken Erkältung. Er bekam fast keine Luft durch die Nase. Daher konnte er auch kaum schmecken. Mhm. Na schön, also die Leiche ist beschlagnahmt, wir lassen sie nachher abholen. Noch eine Frage. Haben Sie ihm den Magen ausgepumpt? Selbstverständlich. Das war das Erste, was wir getan haben. Stellen Sie den Magen Ihnen als sicher und schicken Sie ihn mit. Doktor? Inspektor, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Wenn auch der Anlass nicht sehr erfreulich war. Wiedersehen. Als ich die Kabine verließ, stand Chattanooga gerade auf, denn er musste ja in den Ring. Und sonst ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein, es war so wie immer. Er trank, als ich rausging, gerade sein Quantum. Was? Ja, sein Quantum. Quantum? Ja, das ist ein alter Trick von ihm. Vor jedem Kampf trank Chattanooga immer eine Unmenge von Flüssigkeit, damit er tüchtig schwitzt. Schwitzt? Ja, wenn er richtig schwitzt, dann kann man doch keinen Griff ansetzen. Dann ist doch der Körper zu glitschig. Ja, aber wozu braucht er denn das? Es war doch vertraglich festgelegt, wer verliert und wer gewinnt. Ja, aber Chattanooga, der hatte doch in den Dingen eine Vollmeise. Der hielt sich doch für den Größten. Bram? Ja, Lenz. Ja, in Ordnung, kommen Sie her. Chattanooga ist tot. Was? Wer konnte außer Ihnen noch Chattanoogas Trick? Papke, Herr Wertner, Ivan der Russe, Alfredo Gonzales. Eine Mitteilung für Sie, Herr Kommissar. Ja, bitte, geht mal her. Sie können gehen, Herr Maler. Ja. Alfredo Gonzales ist verschwunden. Hältst du es für Mord? Bei diesem Fall ist alles möglich, von Fahrlässigkeit bis Vorsatz. Aber wir müssen zunächst mal abwarten, bis wir die Geschichte besser übersehen. Ob Gonzales ihn umgelegt hat? Also du hast eine Ausdrucksweise an dir, um die dich jeder 30-Pfennig-Romanschreiber beneiden würde. Umgelegt. Sind
doch nicht in Chicago. Außerdem, wie kommst du auf die Idee? Naja, Gonzales trank, schimpft auf den Vertrag, tja, und dann seine Flucht. Sicher, das stimmt schon alles, aber Gonzales war ja nicht wütend auf Chattanooga, sondern auf die Abmachung. Und wie ihn seine Kameraden beurteilen, hätte er die Entscheidung immer im Ring gesucht, ganz gleich, was im Vertrag steht. Dieser Giftmord passt einfach nicht zu ihm. Ja, also dann möchte ich mal wissen, warum er geflohen ist. Morgen allerseits. Morgen. Hier der Laborbericht. Analyse des Flascheninhalts. Braune Bierflasche mit Patentverschluss, Inhalt ca. 15 Gramm Paraoxon in H2O gelöst. Halb leer, das ist alles. Klares Wasser mit Paraoxon? Mhm. Ist ja merkwürdig. Dieser Malmann hat uns doch was von Chattanoogas Trick erzählt. Ja, ja, irgendeine schweißtreibende Mixtur in großen Mengen. War ein Fingerabdruck auf der Flasche? Ja, das steht auf der anderen Seite. Ein paar von Chattanooga und die unbekannten Abdrücke stammen alle von einer Person. Das habe ich mir beinahe gedacht. Gut, wir fahren noch mal zu denen raus. Mich interessieren noch zwei Dinge. Erstens, woraus bestand Chattanoogas Wundertrank? Und zweitens, die Fingerabdrücke der ganzen Blase. Mhm. Lenz, veranlassen Sie alles, ja? In Ordnung, Chef. Peter, komm. Ja. Peter, passen Sie mir gut auf den Chef auf, damit er nicht auf die Straße fällt. Wieso? Ich habe mir sagen lassen, dass sogar der Boden Ihres Autos durchgerostet sei. Oh. Hallo, Malmann. Aha. Sie machen sich aber gut als Bodenkosmetikerin. Sie wissen doch, Herr Inspektor, Putzfrauen, ich meine Raumpflegerinnen, sind doch heutzutage seltener als Bankdirektoren. Ja, da haben Sie recht. Herr Malmann, ich brauche Ihre Hilfe. Soll ich zu Ihnen putzen kommen? Nein, nein, Sie sind doch überlastet. Abends im Ring und jetzt das hier. Von den Hausmeisterpflichten wollen wir gar nicht erst reden. Also, womit kann ich dienen? Es geht um den Trick Chattanoogas. Wissen Sie, woraus dieser Wunderdrink bestand? Ja, das weiß ich. Ah, woher? Na, weil ich ihn gemixt habe. Ach nein. Warum haben Sie uns das nicht schon gesagt? Das hat mich ja niemand danach gefragt. Also, woraus bestand das Zeugs? Aus Wasser, Zucker und ein bisschen Zitronensaft. Das war alles? Ja. Wasser? Zitrone? Zucker. Das nennen Sie einen Wundertrink? Naja, erstens kommt's auf die Wirkung an und zweitens kommt's auf den Standpunkt an. Naja, Sie wissen doch, Herr Inspektor, Glaube versetzt Berge. Chattanooga hat doch nicht gewusst, was drin war. Er hat dran geglaubt. Ja, und jetzt hat er dran glauben müssen. Na, Sie sind doch nicht etwa der Meinung, dass... Nein, aber davon kann keine Rede sein. Jedenfalls danke ich Ihnen für die Auskunft und Wiedersehen. Weitermachen. Nichts zu danken. Warum hast du die Polizei belogen? Das ist ja wohl meine Sache. Nein, ist nicht deine Sache. Du hast mich mit reingezogen. Also, warum? Du weißt also nicht, warum. Ich werde es dir sagen. Pass auf. Sie sind so leise geworden, Herr Werner. Und am Schlüsselloch horchen anstelle ihr Mensch ja nicht. Ihre Geschichte interessiert mich brennend und ich würde Sie furchtbar gern kennenlernen. Erzählen Sie doch weiter. Wie spät ist es? Gleich 8 Uhr. Mach mir mal den Reißverschluss zu. Bloß noch 4 Stunden. Willst du wirklich nach Madrid fliegen? Was soll ich denn noch hier? Mit der Ketscherei bin ich fertig. Und was ist mit Chattanooga? Ich habe ihn ja nicht vergiftet. Ich habe mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Das sagst du. Was denn? Glaubst du mir nicht? Doch, Fred. Ich glaube dir. Aber ich glaube auch, dass du eine große Dummheit gemacht hast. Dass ich weggegangen bin? Warum denn? Ich habe Chattanooga doch nichts getan. Ach, Fred, manchmal zweifle ich an deinem Verstand. Jetzt denk doch mal nach. Da ist jemand umgebracht worden und kein Mensch weiß, wer es getan hat. Und ausgerechnet der Einzige, der immer über ihn geschimpft hat und der ihn gehasst hat, der ist spurlos verschwunden? Du meinst, die denken, dass ich... Aber das ist doch Wahnsinn. Ich bin doch nicht geflohen. Ich weiß. Du bist nach Hause gegangen. Aber weiß das die Polizei auch? Ich soll also zur Polizei gehen? Ja, Fred. Melde dich bei Kommissar Brahm und kläre den Fall. Je länger du wartest, desto misstrauischer werden sie. Okay, Baby.
Und wann? Gleich. Gleich? Jetzt wird doch von denen niemand mehr auf dem Präsidium sein. Ach, dann geh doch in seine Privatwohnung oder ruf ihn an. Ich hab doch gar nicht seine Telefonnummer. Entschuldige meine Verspätung, aber du weißt ja, ich brauche nun einmal Zeit, selbst bei einem Krimi. Na, wie gefall ich dir? Süß. Bram. Hallo. Jetzt müssten die aber mit den Fingerabdruckvergleichen fertig sein. Sagen Sie mal, Chef, was war eigentlich mit diesem Pinken, mit diesem Wertner los? Der Herr wollte nicht in den Fall verwickelt werden. Deswegen hat er seine Anwesenheit verschwiegen. Er fürchtete für seinen guten Ruf. Dass ich nicht lache. Dessen Weste hat doch höchstens noch ein paar kleine weiße Flecke, ne? Darf man? Je schöner der Abend, desto später die Gäste. Ich denke, du bist mit Helga verabredet. Ah ja, wenn die Pflicht ruft, dann hat das Privatleben Pause. Ich habe euch Besuch mitgebracht. Kommen Sie rein, Herr González. González? Guten Abend, meine Herren. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, Herr González. Ich bin's nicht gewesen, Herr Kommissar. Das glaube ich Ihnen. Und in wenigen Minuten werde ich es wissen. Bitte setzen. Lenz, kümmere sich doch mal um die Fingerabdrücke. Der Erkennungsdienst müsste ja längst soweit sein. Ja. Da sind Sie schon. Ja. Ja, Herr Kommissar. Zeigen Sie mal her. Ja, das ist doch nicht möglich. Wir haben alles verglichen. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Für was denn? Das ist doch nicht zu fassen. Soll ich Ihnen sagen, wer es war? Malmann. Guten Morgen, meine Herren. Nanu, schon so früh unterwegs? Zu wem wollen Sie denn? Sie sind festgenommen, Herr Malmann. Wieso? Was ist denn? Was habe ich denn getan? Sie haben Chattanooga vergiftet. Was habe ich gemacht? Wo haben Sie das Pflanzenschutzmittel? Da. Geben Sie mal her. Wieso? Nicht, das ist Gift! Was, in solch einer Flasche? Das ist Wasser, Zucker und Zitrone. Um Gottes Willen. Haben Sie uns was zu sagen, Herr Malmann? Ich muss die Flaschen verwechselt haben, als ich ihm den Drink mixte. Ich habe keine andere Erklärung. Verwechselt? Bei einer Bierflasche kein Wunder. Gift gehört in eine Giftflasche. Kommen Sie mit, Malmann.